Hallo und guten Tag. Mein Name ist Matthias Heinrich. Ich helfe Menschen und Unternehmen seit 2010 mit Coachings und Seminaren über sich hinauszuwachsen. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, innere Bilder von bestimmten Situationen in Vertrieb und Führung zu überprüfen und gegebenenfalls nachhaltig zu korrigieren. Kurze Impulse wie der folgende lassen neue Ideen und Inspirationen in Ihr Tagesgeschäft einfließen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgian-Impuls. Heute geht es um die Frage, woran wir gute und wirksame Seminare erkennen und unterscheiden können von Seminaren, die vielleicht in dem Maße teuer sind, aber nicht das bringen, was sie versprechen. Hintergrund der Geschichte ist, dass ich mich vor einiger Zeit mit einem Interessenten getroffen habe, der Interesse hatte an der Mitarbeit bei uns im Belgian-Seminarleiter-Team. Und wie das dann üblich ist, habe ich ihm die Geschichte der Belgian-Seminare hergeleitet, habe ihn mit den Prinzipien, die wir haben, vertraut machen wollen und ihm ein bisschen erzählen wollen, was unsere Schulungsgrundsätze ausmachen. Und da hat er mich relativ schnell unterbrochen und hat zu mir gesagt, Herr Heinrich, das ist für mich alles kein Thema, das kenne ich alles, weil ich habe vor vielen Jahrzehnten mal ein Seminar nach den Belgian-Prinzipien absolvieren dürfen und ich bin dann viele, viele Jahre in Konzernstrukturen tätig gewesen und die haben dafür gesorgt, dass ich dann weitere teure Seminare in Paris, in London, in St. Gallen, in Deutschland absolvieren durfte, aber das Seminar, was ich nach den Belgian-Prinzipien mal eben vor über 30 Jahren absolvieren durfte, das hat mich bis heute begleitet. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen überrascht war von dieser Aussage nach einer so langen Zeit und habe ihn dann gefragt, was denn für ihn die Kriterien sind, nach denen er das gemessen hat und insbesondere die Tatsache, dass er das mit vielen international bekannten Instituten verglichen hat, fand ich dann schon spannend. Und da sagte er zu mir, ja, es sind vier Punkte, die das für mich ausmachen, was ein gutes Seminar für mich bedeutet. Der erste Punkt sind die Unterlagen und die Materialien. Und sagt er, da ist es beim Belgian-Seminar so, dass ich von Anfang an mich gut in die Unterlagen habe reinlesen können, sofort verstanden habe. Es war einfach geschrieben, es war trotzdem inhaltlich sehr gut. Und das hat mir geholfen, mich einfach schnell auch in die Thematiken einzulesen. Und insbesondere die Merkkärtchen, die wir ja dann verteilen in dem kleinen Ordner, C6-Format, sagt er, die haben mir immer wieder geholfen, mich an Situationen dann auch aus dem Seminar zu erinnern und einfach schnell wieder in das entsprechende Thema, was ich da an der Backe hatte, mich einzuarbeiten. Und der zweite Punkt war die Relevanz, sagt er, für das Tagesgeschäft. Also wie relevant sind die Punkte, die ich aus dem Seminar mitgenommen habe für die Umsetzung im Tagesgeschäft. Weil das hat viel mit Nachhaltigkeit zu tun und insbesondere durch dieses Intervallprinzip immer wieder Pausen dazwischen zu haben und die Situation dann im eigenen Umfeld auszuprobieren, sagt er, das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich wirklich schnell auch mit den Themen auseinanderzusetzen. Der dritte Punkt, den er sehr spannend fand und den er mir genannt hat, war, dass er durch die vielen Fragestellungen, die wir im Seminar haben, sehr schnell in eine Selbstreflexion gekommen ist, die ihm geholfen hat, sich selber aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und er sagt, das hat mir geholfen, ganz, ganz viel über mich auch selber zu verstehen, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und am Ende mir auch die Chance gegeben, mich da positiv weiterzuentwickeln. Ja, und der vierte und letzte Punkt, sagt er, das ist die Verbindung gewesen zwischen privatem und geschäftlichen. Klar, das ist eine geschäftliche Veranstaltung, sagt er, aber ich ziehe ja sinngemäß meinen Blaumann, wenn ich abends um 5 nach Hause gehe, nicht aus und bin ein anderer Mensch, sondern ich bin der gleiche Mensch weiter. Und allein die Formulierung, was schlägst du vor, sagt er, die kann meine Frau inzwischen schon singen, weil ich die tatsächlich nicht als einzige, aber als Beispiel mit übernommen habe ins Privatleben. Ja, und das waren für ihn die Punkte, wo er gesagt hat, deswegen bin ich interessiert, auch nach so vielen Jahren und nach so viel Vergleichen mit anderen Seminaren, mich mit den Belgian-Seminaren nochmal aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der des Seminarleiters, zu beschäftigen.
Ich wünsche Ihnen zwei Dinge. Zum einen, dass Sie Ihre Kunden mit Ihren Produkten, mit dem, was Sie anzubieten haben, genauso nachhaltig anfixen und genauso nachhaltig begeistern, wie das hier offensichtlich mit dem Bergeon-Seminar gelungen ist. Und als zweites wünsche ich Ihnen, dass Sie eine gute und richtige Entscheidung treffen beim Auswahl Ihres Seminarhauses, mit dem Sie zusammenarbeiten. Und wenn die Wahl auf uns fallen sollte, würde ich mich natürlich sehr freuen. Genauso über jegliche Feedbacks im Sinne über die sozialen Medien, per E-Mail oder auch gerne im persönlichen Gespräch. Vielen Dank und bis dahin alles Gute. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.